eine Mini-Patrol. Leg jetzt los! Und los, und los, und los! Und jetzt du! So, und jetzt kommst du! Entschuldigung, was kosten die Möhren? Tut mir leid, dass kein Preis dran steht. Ich habe meinen Filzstift verloren und... Wir helfen dir, Opa! Die Mini Patrol ist zur Stelle! Henrietta, was ist denn? Hast du Opas Filzstift gefunden? Ganz toll, wie du den Wurm gerettet hast. Die erste Rettung von Mini Patrol. Ich wollte Möhren. Die sind hier. Hasi hat sie gefunden. Die Mini Patrol hat's geschafft. Schon wieder. Ich schreibe Ihnen gerne den Preis auf, wenn ich meinen Filzstift je wiederfinde. Oh! Oh! Juhu! Der kleine Toot hat ihn gefunden. Weiter so, Mini Patrol. Frau Bürgermeisterin, du bist es, Alex? Alles in Ordnung? Hallo, Ryder. Mir geht's gut. Aber... Hallo, Ryder. Heute geht alles schief. Gleich ist die Baumpflanzungsfeier. Ich habe keine Plakette, keinen Baum und nur einen Schuh. Oh, das tut mir leid. Wir sind unterwegs. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Mini Patrol, ihr passt auf, dass keiner an die Baustelle kommt. Hier gibt es nichts zu sehen. Verschwinde! Lass meine Mini-Patrol in Ruhe! Oh, Henrietta! Hasi ist da drin! Lass die Tasche fallen! Bitte rettet meinen Hasi! Machen wir, Alex! Sky, ein Adler macht Probleme! Alles klar, bin schon unterwegs! Auf mit dir! Danke, Rubble! Kein Problem! Sky, der Adler hat sich die Handtasche mit Hasi geschnappt. Du musst rauffliegen und sie ihm wegnehmen. Du weißt ja, dass ich Adler nicht mag. Aber ich bin der Flughund! Das ist nicht witzig. Gib das Häschen zurück. Super, Sky! Ja. Gemacht. Und mein allerliebstes Lieblingshühnchen kann wieder in sein Täschchen. Sehr gut, Rubble. Rocky, und jetzt kannst du die Plakette festmachen. Oh, Ryder, du und deine Fellfreunde, ihr helft mir immer wieder auf die Füße. Schraubendreher. Das hast du gut gemacht. Na komm, kleiner Toot. Hey! Wo ist Chili? Er ist in die Richtung gelaufen. Ryder! Fellfreunde! Hilfe! Rubble, kommst du da mit der Schaufel rein? Schaufel! Tut mir leid, sie ist zu groß. Ich komme da nicht rein. Moment, ich weiß was. Das ist eine gute Idee. Zieh ihn vorsichtig rauf. Warte. Gut gemacht. Das war eine richtige Rettungsaktion. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht.
Du kannst ihn jetzt hochziehen. Juhu! Sieht mal mein fliegendes Surfbrett. Greifer! Hammer! Aber ein Riesendurst. Ich hab auch Durst. Sky, es ist so heiß und wir haben alle Durst. Könntest du uns Wasser aus dem Fluss holen? Ich bin gleich wieder da. Danke, Sky. Wasser. Wasser! Danke, Marshall. War wirklich eine Erfrischung. Ah! Seilrutsche! Hilfe! Tut mir leid, das war Mattea. Sie kann eben gut Stimmen nachmachen. Und jetzt hat sie eure nachgemacht. Stimmen nachmachen! Schraubendreher! Nein, Mattea! Das Baumhaus darf nicht auf das Nest fallen. Tracker, befestige das Baumhaus an deinen Kabeln. Kabel! Rocky, halt dich fest! Rocky, halt dich fest! Rubble, schnell! Wir brauchen deinen Kran und den Greifer. Rubble ist der Retter! Puh, das wäre fast schief gegangen. Rocky, kannst du die Schrauben wieder festziehen? Jetzt mach schon. Du musst Schraubendreher sagen, so wie du es immer machst. Oh nein, er kriegt kein Wort mehr raus. Jetzt kommt er nicht mehr an sein Werkzeug ran. Wasser! Hey, Marshall, was machst du denn? Auch das noch. Kabel. Carlos, sag Mattea, sie soll hochfliegen und Rockys Stimme nachmachen. Damit sie an sein Werkzeug kommt. Verstehe. Ich versuch's. Mattea, möchtest du einen Cracker? Cracker? Achtung, Rocky, Cracker kommt. Jetzt mach schon. Na komm, Mattea, sei ein braver Vogel. Mal sehen, ob wir Mattea dazu bringen, das Wort Schraubendreher zu sagen. Mattea, sag Schraubendreher. Na komm, jetzt mach schon. Ja. Rubble ist der Retter. Schraubendreher. Ich hab es. Ja! Schraubendreher! Ah! Schraubendreher! Super, Rocky! Du schaffst das! Ja, gut so! Beeilt euch! Gut, Mattea! Und jetzt sag Hammer! Hammer! Ah! Hammer! Los, Captain Pansy! Was für eine Straße! Darf ich auch mal? Danke!
Jetzt weiß ich, wie sich ein echter Astronaut fühlt. Schwindelig. Hoppla. Ruff, Klebeband. Das sieht echt gut aus. Jetzt fehlt nur noch der Astronaut. Ja, Ryder, was gibt's? Hallo, Chase. Wir sind dann soweit. Was schon? Wir haben gerade so schön gespielt. Marshall, du weißt doch, dass das Äffchen in die Raumstation muss. Wir machen uns sofort auf den Weg. Robohund, wir treffen uns am Strand. Kletter schon mal an Bord. Wir schießen dich hoch zur Raumstation. Einen guten Flug und grüß bitte den Mond von mir. Was dagegen, wenn ich mir den Start angucke? Aber nein. Na kommt, Fellfreunde. Wenn wir das schaffen, spricht die ganze Stadt über uns. Oh, auch das noch. Noch nicht. Wartet. Halt. Wartet. Hallo, Captain Tollpatsch. Ryder, dein astronautischer Affe war verrückt nach Bananen. Jetzt ist an der Raumkapsel eine Schraube locker. Danke, dass Sie Bescheid gesagt haben. Wir kümmern uns darum. Rocky, an der Luke der Kapsel ist eine Schraube locker. Du musst sie festziehen, bevor wir Captain Tansy in den Weltraum schießen. Alles klar. Rocky rockt. Schraubendreher. Ich bin gleich fertig, Ryder. Ihr könnt den Start vorbereiten. Hört sich gut an. Wir sind nämlich schon ganz schön hoch. 10, 9, 8, 7! Wow. Hey, ich krieg die Luke nicht mehr auf. 3, 2, 1 und Start! Nein, halt! Rocky, hast du was gesagt? Abenteuerbucht, wir haben ein Problem. Die Luke klemmt und ich bin in der Raumkapsel eingeschlossen. Wir können euch noch sehen, aber ihr seid schon viel zu weit weg. Jetzt kann euch nur noch ein Hund erreichen. Ich brauche den Hund, der so schnell wie eine Rakete ist. Meinst du mich? Ich bin der Flughund! Aber in der Luke klemmt eine Bananenschale. Du musst es irgendwie schaffen, die Luke zu öffnen. Die Raumkapsel nähert sich dem Weltraum. Gut, wird gemacht. Versuch's doch einfach mal mit deinen Flügeln. Vielleicht kriegst du die Schale ja damit raus. Es hat geklappt. Ihr müsst euch beeilen. Wiedersehen, Captain Tansy. Und viel Erfolg. Smiley, halt! Nichts passiert. Ah.
das war der erste Versuch. Aber jetzt! Diesmal krieg ich dich. Du kannst besser hüpfen, als dich verstecken. Verstecken bist du aber auch gut. Smiley! Smiley! Diesmal entwischst du mir nicht. Ausgetrickst mit Leckerlis. Nein, Smiley, nicht die Rutsche runter. Wir haben da ein Problem. Keine Sorge, Rubble. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Nicht doch, Smiley. Kein Looping, bitte. Wahnsinn. Ich habe Jahre gebraucht, um das zu lernen. Bürgermeisterin Goodway, können Sie mir sagen, wann Smiley an der Reihe ist? Aber natürlich, Marshall. Mal sehen. Oh, Smiley ist der letzte Hüpfer auf meiner Liste. Der letzte? Ja. Dann kann er es noch schaffen. Wer kann es noch schaffen? Mein Frosch. Er kommt mit dem Hubschrauber hierher. Ich verstehe. Warte. Was? Schön vorsichtig, Smiley. Ryder, ich hab's geschafft. Super, Sky. Gerade noch rechtzeitig. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Zieh hoch, schnell. Abdrehen. Der nächste Wettbewerber ist Alex mit seinem Frosch Hoppla Hopp. Ja, Hoppla Hopp. Los, Hoppla Hopp. Ryder, wird Sky es rechtzeitig schaffen? Smiley ist der Nächste. Bleib ruhig, Marshall. Ich frag Sky. Sky, Smiley ist der Nächste. Habe verstanden. Also gut, Smiley. Keine Mätzchen mehr. Platz. So ist es brav. Wir sind auf dem Weg. Sei brav, Smiley. Wir sind fast da. Echt? Ich sagte brav. Sitz, Platz, aus. Ryder, er sitzt auf der Tragfläche. Ich habe Angst, dass er gleich hüpft. Flieg so tief, wie du kannst, Sky. Chase, bleib unter dem Hubschrauber. Er ist gesprungen! Gut gemacht, Sky! Ein klarer Fall für Chase! Megafon! Die Straße freihalten! Das ist ein Notfall! Wettbewerbsteilnehmer an Bord! Smiley! Ich fürchte, so ein Hubschrauberflug macht einen Frosch ziemlich müde. Und der nächste Teilnehmer ist Marshalls Frosch Smiley. Ja! Ja! Los, Smiley! Los doch, Smiley! Du musst jetzt hüpfen! Wach auf! Es wird Zeit! Chase, Megafon! Megafon! Hüpf! Super Sprung! Ja! Das war wirklich weit. Und der Gewinner ist Smiley! Hier, für dich. Hä? Wow, ich glaube, ich sehe doppelt. Oh. Captain Turbot, Sie werden es nicht glauben. Wally teilt gerade seine Leckerlis mit seiner neuen Walross-Freundin. Wally hat eine Walross-Freundin? Hier, bitte, ihr beiden. Und wo die herkommen, gibt's noch viel mehr. Hier hatte er sich also versteckt. Zusammen mit seiner neuen Freundin. Da bist du ja wieder, du wanderndes Walross. Ja, und deine neue Freundin. Du brauchst einen Namen. Wie wäre denn Wolinda? Er gefällt ihm. Und sie hätte gern mehr Leckerlis. Der Walross-Ehrentag beginnt mit fabulös fischigen Leckerlis. Seht doch, wie schnell Wolinda futtert. Aber Wally nicht.
Normalerweise flippt er bei diesen grünen Glibberhappen aus. Oh, ich glaube, mich tritt ein Walross. Deswegen überlässt Wally Walinda alle Leckerlis. Walinda bekommt ein Baby. Oh, wie süß! Ein Baby-Walross? Das ist ja toll! Deshalb war Wally verschwunden. Er musste Futter für Walinda holen. Sie muss viel fressen, um bereit für ihr Baby zu sein. Wally, freust du dich schon, Papa zu werden? Wieso ist Wally so aufgeregt? Seht mal, wie die Boje schaukelt. Als würde etwas daran ziehen. Wo ist Walinda? Oh, oh. Hängt sie in der Bojenkette fest? Komm mit, Zuma. Wenn sie festhängt, dann müssen wir sie befreien. Alles klar, Wally. Bring uns zu Walinda. Ja! Sie hing an der Kette fest. Von der Anstrengung ist sie total erschöpft. Das war ein Walross, Dankeschön! Nicht vergessen, wenn ein Walross uns braucht, helfen wir auch. Und Captain, wie geht es Wally und Walinda denn so? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich halte schon die ganze Woche nach ihnen Ausschau. Wo seid ihr? Das wurde aber auch Zeit. Wie schön, euch beide endlich wiederzusehen. Ich meine, wie schön, euch drei zu sehen. Oh. Das ist das süßeste Baby-Walross auf der ganzen Welt. Hier, für dich. Oh, was für ein braves Baby. Und ihr seid auch alle sehr brav. Diese Pinguine wissen wirklich, wie man sich amüsiert. Oh nein, Kaylee steuert direkt auf die Klippen und das offene Meer zu. Oh nein, Kaylee ist vom Schneepflug gefallen. Jetzt treibt sie auf einer Eisscholle im Meer und der Schneepflug rast allein weiter. Chase und Everest, übernehmt den Schneepflug. Zuma, bitte komm her und hilf mir. Kaylee sitzt auf einer Eisscholle fest. Auf die Plätze, fertig, Zuma. Also gut, Chase. Fahr noch etwas dichter ran, dann springe ich rüber. Ich versuche es. So geht's. Was? Ah. Oh. Juhu. Gut gemacht, Everest. Danke, Chase. Schneeverwehungen sind einfach genial, findest du nicht, kleiner Freund? Huh? Augenblick, wie kommst du denn hierher? Schön festhalten! Schon gut, Kaylee. Wir bringen dich nach Hause zu Katie. Kaylee, pass gut auf! Zuma, Kaylee treibt auf dich zu. Los, Kaylee, spring! Oh, sie hat viel zu viel Angst.
Versuch es mit deinem Rettungsring. Tolle Idee. Rettungsring. Geschafft. Guter Wurf, Zuma. Halt dich fest, Kaylee. Wir bringen dich an Land.